So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play WWE 2K14 Universe Mode. Wir sind in der letzten FCW-Ausgabe vor Survivor Series. Ich kann euch sogar zeigen, da seht ihr es. Und wir fangen an mit den simulierten Matches, bevor wir zum eigentlichen Main Event dieser Ausgabe kommen. Oder weshalb ihr wahrscheinlich alle hier seid. Auf jeden Fall Bray Wyatt gegen Scotty Tohati und Bray Wyatt gewinnen. Anscheinend geht es wieder um die Hauptherausfordererschaft zwischen bei den Dieben. AJ Lee will sich wahrscheinlich die Number One Contendership zurückholen. Denn Oksana hatte diese Mal oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall, wer gewinnt? Oksana, interessant. RVD und Ultimate Warrior sind weiterhin in einer Rivalität. Und dieses Submission-Match gewinnt Ultimate Warrior. Das ist unser Match, dazu gleich mehr. Adrian Neville gegen Roddy Piper. Neville gewinnt weiter. Und jetzt kommt unser Match, das Six-Man-Tag-Match zwischen den Kings of Wrestling und Franz gegen die Rhodes Family. Und wir erinnern uns, das ist ein ganz normales Six-Man-Tag-Match, das heißt erste Pinfall und erste Submission zählt. Und in der letzten Ausgabe, am Ende der letzten Ausgabe von FCW hat der Chairman Franz Wegener Folgendes verkündet. Sollte die Rhodes Family dieses Match gewinnen, und dieses Match wird garantiert stattfinden, hat er gesagt, so kommt es bei der Survivor Series zu einem traditionellen 3-on-3 Elimination Tag Match zwischen Kings of Wrestling und Franz gegen die Rhodes Family. Und der Clou dabei ist, sollte Team Franz gewinnen, sind alle Rhodes Members gefeuert von der FCW. Sollte aber Team Rhodes gewinnen, so werden Gotas und Cody Rhodes die neuen FCW Tag Team Champions und Franz wird seinen Job als General Manager und Chairman aufgeben und diesen dann an Dusty Rhodes weitergeben. Aber er war sich seiner Sache so sicher, dass er den Einsatz so hochgepackt hat. So, wisst ihr, also, er kann sich gar nicht vorstellen, dieses Match zu verlieren. Ja, so einfach ist es. Gut. Wir fangen an, dieses Match zu gucken. Und, ja, würde mal sagen, los geht's. Aber Moment! Cody Rhodes! Was macht der denn da? Crossroads und... Gut, das jetzt hier mit Chris Hero und... Final Cut! Was? Wieder Cody Rhodes? Was macht der hier mit Antonio Cesaro und... Gotas und Cody Rhodes attackieren die Kings of Wrestling! Aber wie? Auf brutale Art und Weise... attackieren die Rhodes-Brüder. Die Kings of Wrestling. Aber die haben doch jetzt noch ein Match. Was? Aber das Match muss stattfinden und... Heißt das jetzt etwa für den Chairman, dass er alleine gegen alle drei Rhodes-Family-Members antreten muss? Er hat versprochen, er hat es gesagt. Dieses Match muss stattfinden. Er hat es gesagt, es muss stattfinden. Und es bleibt ihm wohl keine andere Wahl als jetzt... alleine gegen alle drei Rhodes zu kämpfen. Tja, und so schnell kann sich der Spieß also umdrehen für den Chairman. Ganz alleine muss jetzt also 1-on-3 und geht jetzt auf Gotas attackiert, obwohl er nicht der legale Mann im Ring ist. Jetzt geht er auch noch auf Dusty, der jetzt ebenfalls um Apron fällt. Was, also das? Also damit hätte ich jetzt überhaupt nicht geredet, dass... die Rhodes-Brüder einfach mal den Spieß umdrehen und Franz den eigenen Spaß mal erleben lassen, wie das so ist, in einem Handicap-Match anzutreten. Und jetzt also muss er sich irgendwie beweisen. Und er war sich doch so sicher, dass dieses Match bei Survivor Series nicht stattfinden wird. Aber alleine gegen drei, würde ich mal sagen, sieht es schon ganz anders aus. Also wenn Franz jetzt verliert, bekommen die Rhodes die Chance bei der Survivor Series, die Tag Team Champions... Championship zu kriegen. Was macht Franz? Er hat den Referee ausgenommen und holt sich jetzt hier einen Hammer. Aber der Referee ist gleich wieder oben und ich glaube, da ist die Chance vorüber. Ich glaube, da wollte Franz hier einen kleinen Vorteil erhaschen. Schafft es aber nicht, da der Referee da ein bisschen schneller oben war als gedacht. Gut, das ist jetzt der legale Mann im Ring. Jetzt geht Franz hier aufs Top Rope und zeigt einen Front Drop Kick, kriegt ihn aber nicht getroffen, da Gut das einfach ausweicht. Und Franz ins Leere springt. Also da bin ich echt mal gespannt, was Franz jetzt für Tricks auf Lager hat noch. Wenn er dieses Match noch irgendwie gewinnen will. Weil 3 gegen 1 sieht schon... Also das sieht schon schlecht aus. Ich meine, letztes Mal haben wir auch schon gesehen, wie viel Herz in Cody Rhodes noch gesteckt hat. Nachdem er in einem 3-on-1 Handicap-Match war. Gegen Kings of Wrestling und Franz, wie gesagt. Aber... ob Franz auch dazu in der Lage ist, hier einigermaßen ordentlich zu wresteln...
Ich weiß es nicht. Gotas ist mit dem Tag zu Dust, siehst du seinem Vater, der hier jetzt einen Elbow zeigt. Wunderschön gemacht. Erneut der Elbow. Und ich glaube, alle drei Rhodes-Members haben etwas Wut aufgestaut. Und das sieht man auch mit diesem DDT. Den Dusty hier zeigt, erneut der Elbow hinterher. Oh mein Gott. Und die Dustys, die Rhodes, die sind richtig on fire, wie man sehen kann. Die jubeln so richtig und erneut, die kommen vom DDT und Elbow hier von Dusty Rhodes. Was wird das jetzt? Will er ihn etwa hochheben? Nein, aber Franz kann Connor zu seinerseits zu einem DDT. Jetzt in den Side Headlock schickt er ihn zum Turnbuckle. Geht es wieder erneut in den Front Face Lock und geht jetzt mit einem Headbutt, mit einem Headbutt weiter auf den Kopf. Ansatz zum Bear Hug hier von Dusty Rhodes und da muss Franz gerade schon aufpassen, dass er nicht gleich hier tappen muss. Oh oh! Aber er kann noch mal rauskommen. Sichtlich angeschlagen ist der Chairman hier schon. Und ich denke, so hat er sich das Ganze nicht vorgestellt. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ganz einfach. So hat sich der Chairman es nicht vorgestellt. 3-on-1. Und das auf der wahrscheinlich falschen Seite der Meinung nach. Hier ist Cover jetzt von Dusty Rhodes, aber Franz kann bei 1 auch mal raus. Man darf es nicht vergessen, Franz ist auch ein Performer. Hat schon so einige Matches hier bei FCW zeigen können, die man in der Vergangenheit sehen konnte. Hier beim Let's Play WWE 2K14 Universe Mode. Da muss ja aufpassen. Dusty Rhodes erneut mit einem DDT. Naja, so ein DDT ist gar nicht so ein ungefährlicher Move. Geht direkt auf den Kopf, wenn man ihn richtig ausführt. Jeden Stomp hinterher, der Knee Drop. Aber Franz will sich das natürlich nicht gefallen lassen. Er will das Ding noch irgendwie schaffen zu gewinnen. Da er keinen Bock hat, seinen Job zu verlieren. Genauso wenig, dass dass die Kings of Wrestling ihre Championship verlieren. Da das ja seine Handlanger sind. Und ich glaube, wenn die erstmal ihre Championship verlieren, dann sieht es nicht mehr so einfach aus mit der Hilfe von den Kings of Wrestling. Also ich bin gespannt, was das alles wird. So, jetzt hier in dem Waistlock, in den Front Face Lock, aber Dusty Rhodes schmeißt ihn einfach hoch und lässt ihn runterfallen. Zieht ihn jetzt in Ring Mitte anscheinend. Wird es erneut Cover. Das Cover bis 1, aber Franz kann wieder bei 1 auskicken. Und ich glaube, so schnell wird Franz hier auch noch nicht aufgeben. Torn sieht hier, was das Zeug hält. Erneut der Knee Drop. Wird das hier jetzt der Tag von Dusty? Nein, er geht zurück zu Franz. Kommt er mit einem Snap mehr? Jetzt sieht es nach dem Tag aus. Zu seinem Sohn Goldust. Der jetzt direkt ins Cover geht. Aber Franz kann schon vor dem One-Count auskicken. Kommt er hier und schlägt zurück. Da muss auch Goldust erstmal zu Boden. Oh oh. Franz nimmt jetzt die Goldust hoch. Oh oh. Will das etwa der Backpack-Stunner? Da ist er auch schon. Jetzt muss er das Cover ansetzen. Nein. Er geht aufs Top Rope. Das wird auch nicht etwa der Moonsault Footstop. Oh nein, der geht daneben. Goldust kann ausweichen. Und was macht Franz? Jetzt geht erneut aufs Top Rope. Versucht er eventuell den Footstop nochmal? Nein. Will einen European Uppercut zeigen. Vom Top Rope. Jetzt schickt Goldust seinen Bruder Cody Rhodes in den Ring. Franz ist aber on fire, wie man sehen kann. Oh oh. Hier gibt es den ersten Kick, der Weapon. Der Dropkick, der erste. Es fehlen noch zwei, der zweite. Oh oh, ich glaube, ich habe mich verzählt. Entschuldigung, der Neckbreaker. Das muss Cody Rhodes ja aufpassen. Will das etwa. Das sieht ganz nach einem weiteren Backpack-Stunner aus. Ansatz gelingt. Oh, da ist der Backpack-Stunner. Und macht er sich jetzt bereit für den Alvada Kedabra? Oh oh! Und der Move! Der jetzt schon die ganze Rhodes Family ausgenockt hat. Zwei. Und da kommt Cody Rhodes nochmal raus. Ohne die Hilfe seiner Family Members. Oh. Ich dachte dort für einen kurzen Moment, dass Franz das Ding trotzdem macht. Ganz alleine. Aber Cody Rhodes kann nochmal auskicken. Und hier wird's der Hurricane Runner. Muss Franz hier aufpassen. Reversed aber. Und selbst in ein Cover. Wieder der Reversal. Und Franz kann jetzt aber auskicken. Oh mein Gott, wie spannend ist das bitte, Leute? Oh Gott, also ist doch gar nicht mehr so ausgeglichen, wenn man sehen kann. Was macht Franz hier? Will er etwa ausweichen? Will er etwa Goldust entweichen? Aber Dusty Rhodes kann ihn einfach auffangen und kriegt die Tritte ab. Beziehungsweise, ja, Franz kriegt Tritte von Dusty Rhodes ab. Versucht hier, Franz wieder in den Ring zu schicken. Gelingt mir aber nicht wirklich, sondern schickt ihn stattdessen zu Cody, der ihn wieder zurückschickt.
Oh Gott. Also die Rhodes Family Members. Team Rhodes verspottet ja regelrecht den Chairman. Aber was wollte ich sagen? Man kann es denen nicht wirklich übel nehmen. Jetzt geht Franz zurück in den Ring, geht in die Seile und zeigt einen Twisting Uppercut. Einen Spinning Uppercut. Geht wieder in die Seile und zeigt jetzt einen Neckbreaker, einen Spinning Neckbreaker. Geht erneut aufs Top Rope. Und was zeigt er jetzt? Er zeigt ein Elbow. Das Cover hinterher. Da muss Gotas aufpassen. Zwei. Nein. Nur bis eins. Nur bis eins. Gotas kann nochmal auskicken. Jetzt gibt es den Kick. Den gibt es den Punch. Aber Dusty Rhodes geht ins Ring geschehen, obwohl er hier nicht der legale Mann im Ring ist. Und ich glaube, da ist er frühzeitig auch nochmal rausgekommen. Ausgegangen. Nicht, dass er hier noch disqualifiziert wird. Ein Disqualifikationssieg würde hier auch zählen. Und oh oh. Cody Rhodes jetzt. Will das etwa? Crossroads. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Und eins, zwei, nein. Wie bitte? Der muss aus Instinkt ausgekickt haben, der Franz. Und jetzt der Roll-Up jetzt hier von Cody Rhodes. Und das ist es jetzt. Team Rhodes gewinnt. Aber was für ein Match das war. Am Ende konnte Franz... Es muss aus dem Instinkt gewesen sein. Er hat bei 1 ausgekickt. Er hat wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, was für ein Count wir gerade haben. Welchen Count wir gerade haben, mein Gott. Ob es 1-2-Count war. Er hat einfach ausgekickt, einfach die Schulter hochgehoben. Aber letztendlich, der Victory Roll-Pin bringt Team Rhodes den Sieg. Im Hintergrund sehen wir noch mal ein paar schöne Highlights. Und das bedeutet, bei Survivor Series wird es dann zu einem Elimination Tag Match kommen zwischen Team Rhodes und Kings of Wrestling mit Franz, der Corporation, wenn man so will, mit der Authority, wo es dann um die FCW Tag Team Championships geht, sowie den Posten als General Manager und Chairman von FCW. An dieser Stelle werde ich mich verabschieden. Ich hoffe, ihr seid morgen um 16 Uhr dabei bei einer weiteren Folge von WWE 2K for the Universe Mode zum Anfang von Survivor Series mit den ersten Championship Matches. Und darauf folgend dann das Elimination Tag Match. Bis dahin, euer Franz zockt.